Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Risen 3. Lang ist es her, dass ich hier noch rumgelaufen bin. Puh, bestimmt schon ein paar Monate her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. So viel hatte ich im Voraus aufgenommen. Mann. Wir sind immer noch auf Tanaris und sollen immer noch den letzten Stein, the last stone, sammeln gehen, den wir für die Magier brauchen, damit sich diese uns anschließen. Kann ich hier nicht rauf? Doch, komm ich wohl. Und dann haben wir nämlich schon zwei der drei netten Damen und Herren. Noch so ein Schattenbeast. Nur Herren. Ich bin gerade ein bisschen in Wissen drin. Ups. Quatsch, in Witcher drin. Ups. Von der Steuerung her. Dass ich gerade ein bisschen verwirrt war. Aufgrund der Steuerung. Ich muss auch aufpassen, dass ich jetzt Aufnahme nicht wieder verwechsel. Denn hier ist Aufnahme wieder F9 und nicht wie bei anderen F8. Was ich sonst aber mache. Aha. Zack. Du bist beeindruckt, Edward. Finde ich gut, denn ich bin auch beeindruckt. Ja, wir sind in der Todeszone von Tanaris. Die wir ja schon ein bisschen erkundet haben. Hier war früher im zweiten Teil noch das Piratenlager hier oben. Und hier war noch ein bisschen Krauseschen und hier war noch was anderes zum Erkunden. Ein kleiner Strand. Alles weg. Alles vom Bösen vernichtet oder sowas. Oder vom Bösen eingenommen. Da kommen wir wahrscheinlich nie wieder hin. Macht aber nichts, denn unsere größte Aufgabe ist ja immer noch, in die Stadt zu kommen, in der Caldera. Oh, hier sitzt einer. Ey, du! Wer bist denn du da? Roscoe. Hey, Roscoe. Ah, da bist du ja endlich. Hab schon nicht mehr mit dir gerechnet, alter Sauhund. Kennen wir uns? Kennen wir uns? Klar, du bist der Typ aus meinen Träumen. Ach, kein Interesse. Jetzt mach dir mal nicht ins Hemd, so war das nicht gemeint. Ich bin Roscoe, der Mann, der dich reich machen wird. Unser Aufeinandertreffen ist ein Zeichen. Die Toten wollen es so, glaub mir. Die Toten sprechen mit dir? Die Toten sprechen mit dir? Ja, Mann, mein alter Herr, wenn du es genau wissen willst. Der war mal eine große Nummer bei den Piraten. Und jetzt labert er mich in meinen Träumen zu. Er hat mir auch gesagt, dass jemand kommt und mir helfen wird. Und dieser Typ ist, genau, du. Aha, hast du keine Angst vor den Schatten? Hast du keine Angst vor den Schatten? Nein, ich verlasse mich ganz auf mein Glück. Außerdem kann ich mir bald eine Armee leisten. Möchte mal sehen, welches Biest sich dann an mich herantraut. Und im Moment bist du ja hier. Wer soll uns da noch gefährlich werden? Mhm. Du willst also reich werden. Wie stellst du dir das denn vor, mein Freund? Du willst mich reich machen? Wie stellst du dir das vor? Ich teile mit dir meinen Schatz. So einfach ist das. Alles, was du dafür tun musst, ist mir bei der Schatzsuche zu helfen. Ich sag dir, da sind sicher 5000 Goldstücke für dich drin. Und wo ist der Haken? Wo ist der Haken? Kein Haken. Bin doch keiner dieser Trottel von der Inquisition. Deren Geschäfte stinken bis zum Himmel. Aber dieses hier ist lupenrein. Darauf hast du mein Wort. Auf Ehre und Gewissen. Also was ist jetzt? Bist du dabei oder nicht? Irgendwie, glaube ich ihm zwar nicht, aber trotzdem. Führ uns ruhig zu deinem Schatz, auch wenn ich nicht glaube, dass du mich zu einem Schatz führen wirst. Aber egal. Führ mich zu deinem Schatz. Endlich wird mein Traum Wirklichkeit. Ich sag dir, bald schwimmen wir in Goldstücken. Wir können uns die schönsten Sachen... Ja, jetzt lauf schon los. Gut. Pass auf, dass uns keines dieser Schattenviecher in den Rücken fällt. Auf geht's. Also, was wirst du dir als erstes kaufen? Ich glaube, ich kaufe mir erstmal eine dicke Residenz. Und einen Gouverneurstitel. Natürlich braucht ein Gouverneur auch ein eigenes Schlachtschiff. Mit richtig vielen Kanonen, die ordentlich Krach machen. Das war's mit dir, du. Das möchtest du, mein Freund. Na dann, was haben wir eigentlich noch auf Takariko offen? Neuigkeiten von Puerto Takariko? Und unermesslicher Reichtum. Sonst wüsste ich erstmal nichts, was wir noch haben. Oh, wir werden schon noch was finden. Waren wir hier schon? Nee, da ist noch ein Sumpfgolem. Sumpfgolem. Golem. Wie weiche ich nochmal aus? Achso, ja, indem ich ihn anvisiere. Ha. Ja, genau. Und doppelt. Aua. Und Krumms. Natürlich macht es das. So, ich heile euch mal. Bist du da?
Beziehungsweise eigentlich muss ich ja nur mich selber heilen, aber naja, macht das schon. Oh, guck mal, das sind noch mehr Shell. Das sind Shell-Magier. Zwei Stück. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. So, und. So. Aha, nix Zauber, mein Freund. Dafür aber in die Fresse und in den Magen. Wow. Wow, Krabbspinne, Krabbspinne. Verdammt, das wollte ich gar nicht. Ja, ihr seht, Grüße des Witcher ist noch ein bisschen, hallo, präsenter gerade bei mir. Und Krumms. Eine Grabspinne. So eine Krabbe sah das jetzt aber nicht für mich aus. Mann. Ah, hier wird's aber wieder freundlicher. Jojo, ich bin ja immer dabei. Dabei bin ich, dabei. Na gut, lauf. Los jetzt. Noch so ein Schattenbiest. Zack. Oder auch nicht, weil irgendwer da nicht anvisiert. Und zack. Komm schon, hau ihn um. Ja, der Film, du kannst mir gar nichts. Oder hörst dich gut, sagen wir es mal so. Ich bin beeindruckt. Akupunktur in den Rücken. Vertreibt Kummer und Sorgen. So, ich weiß ja gar nicht mehr, wo wir schon alles waren. Waren wir schon auf diesem Mittelteil? Ich laufe jetzt mal auf den Mittelteil, bevor ich dir hinterherlaufe, mein Freund. Bevor ich dir hinterherläufe, gibt es einen Mittelteil. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. So, einmal schön hinlegen. Ah, sie könnten ein bisschen wuchtiger sein, oder, die Zauber? Endlich hat der Kampf ein Ende. Aber wir kommen ja gut durch. Achso, hier ist die andere Art und Weise. Dann wo bleibst du? Ja, ich komme, mein Freund, ich komme! Lass mich doch erstmal andere Wege erkunden, mein Freund. Immerhin wollen wir alles erkundet haben. Darf ich bitte mal mein Schwert zack ziehen? Dankeschön. Das war's mit dir, du Mistvieh. Jo. So. War hier noch mitten drauf hier. Vielleicht liegt da ja noch irgendwo was. Hier ein bisschen runterstellen. Was ist die mir zu schnell? Nö, hier ist glaube ich nichts mehr. Na gut. Ich hoffe auch, ich täusche mich da nicht. Kommst du? Ah, ich bin ja schon dabei. Wo läufst du denn da lang? Hey, das ist ein Felsen. Nimm bitte Wege, du. Weg umher, Läufer oder so. Hallo. Wo bleibst du? Ja, hinter dir, Roscoe. So, da sind wir. Ich sehe hier keinen Schatz. Natürlich nicht. Die Dinger sind meist verbuddelt. Hier, nimm diese Karte. Damit geht die Suche leichter von der Hand. Ach ja, und eine Schaufel wirst du natürlich auch noch brauchen. Kannst meine haben. Und wenn du den Schatz gefunden hast, nimm so viel an dich, wie du tragen kannst. Okay. Logbuch, bitteschön. Eine stattliche Truhe auf der Karte markieren und mal direkt auf der Karte schauen. Sie ist ja auch irgendwo hinter mir. Deswegen habe ich die Karte jetzt markiert, weil das sowieso angezeichnet ist. Ich vergaß. So, du kannst trauen, tue ich im Braten immer noch nicht. Es ist zu einfach. Und zu ruhig. Und das ist nur eine rostige Gabel. Die steckt sich niemand freiwillig in den Mund. Hey, Roscoe. In der Schatztruhe war nur eine rostige Gabel. Eine rostige Gabel? Zeig mal her. Verdammt, das ist ja meine. Deine? Ich, habe wohl die Karten vertauscht. Hatte mich schon gewundert, warum mir der Platz hier so bekannt vorkommt. Warum versteckst du eine Gabel? Warum versteckst du eine Gabel? Na, ein echter Pirat muss doch was vergraben. Und die Gabel war das Einzige, was ich entbehren konnte. Aber verschwenden wir keine Zeit. Hier, das hier dürfte die richtige Karte sein. Am besten gehst du schon mal vor und versuchst, den Schatz zu heben. Oh, du kommst schön mit, Freundchen. Du kommst schön mit. Lass mal gut sein. Ich muss mich erst einmal ausruhen. Die Lauferei, der Sand in den Stiefeln. Da macht selbst der stärkste Ogre schlapp.
Komm einfach zu mir zurück, wenn du ihn gefunden hast. Mit der Karte im Gepäck sollte das nicht lange dauern. Dann machen wir halbe-halbe, wie abgemacht. Ich glaube, du kriegst gar nichts, mein Freund. Halbe-halbe, ich glaube, Takt. Ich soll ja alles alleine suchen und dann machen wir noch halbe-halbe. Ach, guck mal, auf der anderen Seite. Ist nicht weit von hier. Quasi einmal gegenüber. Sollten wir doch ohne große Schwierigkeiten finden. Nicht wahr? Hallo, Äffchen. Oh, das ist eine Truhe. Habe ich die schon geplündert? Das sieht mir alles so vertraut hier aus. Nur, dass ich nicht mehr weiß, ob ich eine Truhe geplündert habe oder nicht. Die ist leer. Die habe ich schon geplündert. Hui! Ich bin der große Plündermann. Und wir sind sogar auf dem richtigen Weg. Jetzt nicht mehr, weil jetzt habe ich mich gedreht. So. Ach ja, das große Opfergesicht mit diesem riesigen aufgesperrten Maul. Daran erinnere ich mich noch. Müssen wir dann quasi in der letzten Folge gesehen haben, wenn ich mich nicht täusche. Weil ich tue das hier oft genug. Mich täuschen. Ach, da hinten. Ich sehe das rote X auf der Karte. Oder auf dem Boden. Das X markiert den Punkt. Edward, du bist so blass, so verschwommen und so pixelig und irgendwie grobstechig texturiert aus. Der Handspiegel! Der Handspiegel. Na dann, ist das nicht sogar ein Schatz gewesen? Warte mal gerade, ich muss mal gerade nachschauen. Sammlung. Ob wir den jetzt ganz unten haben, der Handspiegel. Ne, haben wir nicht. Ah, Freundchen, 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 wenn ich dich erwische, wo auch immer du bist. War doch klar, dass da kein riesiger, großer Schatz drin liegt, oder? Ich glaube, er benutzt uns nur, um seine ganzen Habseligkeiten wieder auszubuddeln. Und wirklicher Schatz ist da nicht bei. Oder, mein Freund? Ist es nicht so? Ich hab dich durchschaut. Ich habe deinen Schatz gefunden. Und? Spann mich nicht auf die Folter. Von wie viel Gold sprechen wir? 1000? 10.000? Jetzt sag schon. Da war ein Handspiegel drin. In der Truhe war nur ein Spiegel. Ein Spiegel? Das kann nicht sein. Du musst die falsche Truhe erwischt haben. Warum sollte mein Vater einen Spiegel vergraben? Er hat mir gesagt, er hat den größten Schatz versteckt, den ein Mensch je zu Gesicht kriegen kann. Er muss hier also irgendwo sein. Zur Not graben wir die komplette Insel um. Mir nach! Oh Mann, die Weiber werden sich um mich reißen. Ich den größten Schatz, den nie einer gesehen hat. Wie wirst mit seinem Gesicht? Los jetzt! Eitler Fatzke. Ach guck mal, da ist noch eine Grabspinne. Wo kommt die denn her? Ich greife an! Ah, ich bin ja nicht richtig an, wie es gab. Oh, tot. So, gibt's denn noch mehr, mein Freund? Die Dämonenjäger folgen dir. Das ist sogar noch ein bisschen... Oh. Kräuter. Blutwurzelchen. Das riecht nach Grog. Moment, kann ich eigentlich langlaufen? Ah, bringt mir nur nichts. Na gut, schnell wieder runter. Ja, ich bin ja schon dabei. Wo führst du mich denn jetzt schon wieder hin? Da ist jetzt bestimmt das Messer zur Gabel dabei, oder? Lass mich raten, hä? Ich bin mir sicher, hier ist der Schatz. Gold, Rubine, Edelsteine, das alles wird uns gehören. Also schnapp dir deine Schaufel und heb ein paar Löcher aus. Irgendwann stoßen wir schon noch auf die richtige Truhe. Du willst den Schatz, also wirst du auch graben. Pff, gib schon her die Schaufel. Ich zeig dir jetzt, wie ein echter Pirat das macht. Wirst schon sehen. Ich finde den Schatz, bevor du bis drei zählen kannst. Okay. Drei. Verdammt. Ich buddel jetzt schon seit Stunden und habe nichts, aber auch rein gar nichts gefunden. Dabei hätte ich längst auf einen Berg voller Münzen stoßen müssen. Was du nicht sagst. Moment. Was? Was ist das? Eure Reise ist zu Ende. Mein Sohn hat versagt. Er hat meine Hinterlassenschaft nicht zu würdigen gewusst. Er wird mir ins Schattenreich folgen. Vater! Was? Nein! Nun zu dir.
Sag, hast du erkannt, was der größte Schatz ist, den ein Mensch jemals sehen kann? Natürlich. Ich bin es selbst. Ich bin es selbst. Deine Antwort war weise. Der Spiegel zeigt unser Ebenbild. Und unsere Existenz ist wertvoller als jede Münze, die wir tragen können. Zum Dank will ich dir diesen Diamanten überreichen. Ach, seine Reinheit soll dir ein Zeichen auf deinen Wegen sein. Ein Geisterdiamant. Wohl, Mensch. Oh Mann, was für eine Geschichte. Jo, ich hab sie nicht verstanden, aber naja. Ich meine, war ja klar, dass der Spiegelbild auf den größten Schatz weist. Naja. Ist der Sohn halt jetzt eben auch ein Geist? Kommt ein Geist und nimmt dich mit. Was machst du jetzt, mein kleiner Freund? Wir müssen auf die andere Seite, glaube ich. Ich porte mich einfach mal hier hin, oder? Oder gibt es hier sonst noch was? Nö. Ich porte mich mal zum Leuchtfeuerturm. Dieser Turm ermahnt uns, ein Leuchtfeuer für die Menschen zu sein. Ach. Wenn wir mit gutem Beispiel vorangehen, werden sich viele unserem Kampf anschließen. Das ist also das, was du hier raus siehst, oder was? Ein Leuchtfeuer der Hoffnung. Was ist denn da unten? Achso. Wow, die schlafen alle. Ach, jetzt reicht sie aber ja. Und weg mit dir, du Affe. Die leben ja alle noch. Ich hatte die hätten alle umgehauen. War ich nicht so weit raufgelatscht, oder was? Ja, anscheinend wohl nicht, ne? Und ich war mich schon am Wundern, warum hier noch alles liegt. Und da laufen noch Schweinchen rum. Was ist denn hier los? Ich dachte, ich hätte hier so schön aufgeräumt. Aber nee, hier sind noch so viele Tiere unterwegs. Ach stimmt, ich habe hier eine natürliche Grenze oder sowas gezogen, ne? Oder irgendwie sowas war das da hier. Ach ja, Wildschweine. Kein Problem für uns, zumindest dieses Mal nicht. Alle diejenigen von euch, die Rissen 3 wollte ich gerade sagen, Gothic 3 gespielt haben, wissen, wie gemein Wildschweine in Wirklichkeit werden können. Denn dann haben wir die Maschinengewehr-Wildschweine. Aber das ist eine Plage, sage ich euch. Eine Plage! So, ich glaube, wir haben unsere eigene Grenze erreicht. Denn hier hinter sieht alles viel ruhiger aus. Finde ich gut. Feuerblüm. Eine Feuerblüm. Das, was ich jetzt gerade brauche. Feuerblüm. Da vorne ist noch ein Leuchtfeuer, oder was? Der Freund ist ja unser Freund, den wir treffen sollen. Und da beginnt das tote Land von neuem. Na gut, wir gehen aber erstmal jetzt zum Wasserfall. Denn immerhin sind da auch noch Tiere, die ich zu Braten verarbeiten kann. Und... Zack. Natürlich. Hab ich auch richtig gemacht und ich bin immer brutal, das weißt du doch. Ist die auch tot oder? Nein. Ah, verdammt, ich hab wieder falsch benutzt. Aber der ist tot. Ha. Na, einer musste ja tot sein. Ich halte mich immer ganz kurz. Ups. Ach, dieser Heilzauber. Riecht das nicht schön, wenn man sich selber heilen kann? Ich speichere wieder viel zu oft, ich weiß das. Da oben scheint noch eine Höhle zu sein. Und mehr Proviant. Da haben wir schon wieder so viel Proviant. Schaut mal, 338. Wo wir im zweiten Teil noch ein bisschen Probleme hatten mit Proviant, um uns zu heilen. Sind wir hier ein bisschen überschüttet davon. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Hey, hallo, jetzt war auf mich zu hauen. Zack. Nö. Ich bin mir auch runter beim Weg gelaufen.
hin. Da ist ein kleiner Überhang, also Höhle würde ich das jetzt nicht nennen, auch wenn es auf der Karte so aussieht. Und da ist eine Little Big Schloss. Gucken, ob wir das noch irgendwie auf die Reihe kriegen. Irgendwie ja, war easy. Geflammte Klinge, 40 bis 60 leider nur. Nur sehr wenige Schmiede können so einen Meisterstuhl erschaffen. Ewige Flamme macht aber auch nicht so viel Schaden. Wir schauen uns trotzdem mal an, diese ewige Flamme. So als würden wir mit einer Feuerklinge kämpfen. Wahrscheinlich, oder? Kalados Krönungsschwert, wo ist denn das? Geflammte Klinge. Ist einfach nur gezackt. Hier eine Flambeur, dieses Zweihänderschwert, was so ein bisschen brennt. Ist das richtige Schwert? Ja, ah. Ah, oh, es leuchtet. Es leuchtet grün, da brauchen wir auch keine Fackel. Wie du haust mich. Geh weg, du Vieh. Du lebst ja immer noch. Jetzt nicht mehr. So. Noch mal ein bisschen heilen. Ach ja, das gute alte Riesen. 3. Da oben ist auch noch ein Feuerchen. Wie kommen wir denn da hin? Wir wollen natürlich so viel von der Welt mitkriegen, wie wir können, ne? Aber so ein bisschen erkunden muss sein. Ich bin schon sehr auf Dragon Age Inquisition gespannt. Es soll zwar vom taktischen her nicht mehr so herausragend sein, auch von den Charakteren und der Story nicht ganz so herausragend sein wie Dragon Age Origins, aber die Welt soll dann auch riesig sein, viel zu erkunden geben und da bin ich echt gespannt drauf, wie sich das Spiel wohl so spielt. Was für eine Floskel. Und was für eine Floskel ist auch diese hier, die jetzt nun folgt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir noch eine Bewertung da und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Euer Mascha. Haut rein.